So, heute wieder sondeln. Heute will ich den Rest hier absondeln. Und zwar habe ich ja noch ein kleines Stück hier von dem Volleyballfeld. Und dann habe ich da hinten, könnt ihr das sehen, eine ziemlich große Fläche aufgeschütteten Sandes als Spielfläche bzw. als Strand. Das werde ich heute absondeln. Seid gespannt, ich bin es auf jeden Fall. Aber ich will euch noch mal irgendwas zeigen. Das ist ja sehr interessant und hundertprozentig war das eine Schusswaffe. Und zwar habe ich das gerade gesehen hier. Guckt euch da mal an, da hat einer Zielschießen gemacht auf diesem Einfallschild. So was sieht man auch sonst immer nur in Amerika. Und das sind hundertprozentig meiner Meinung nach Einschusslöcher. Oder was denkt ihr? Also ich glaube das schon. So, dann werde ich jetzt meine Ausrüstung fertig machen und starten. So, das Feld habe ich jetzt abgelaufen. Jetzt werde ich da runter gehen und werde die Spielplatzfläche absondeln. Also da haben wir auch definitiv was. Das scheint ja ein bisschen eingewachsen zu sein, oder? Oder was hätt wieder? Ist das das hier gewesen? Nö. Wir mal den Pinpointer hier einsetzen. Scharf machen das Teil. Ja, hier ist gar nicht so einfach mit dem Ding reinzukommen, ne? Da lobe ich mir noch den Sand, so. Ja, mal gucken hier. Das ist definitiv was. Ja, damit will ich euch jetzt nicht aufhalten hier. Aber wissen will ich das auch, ne? Tja, da wäre so eine kleine Metallschippe jetzt nicht schlecht, ne? Hier haben wir doch ein bisschen mehr Rasen drin. Ne? So, jetzt hier nochmal gucken. Ah, ich schalte gleich wieder zu, wenn es spannender wird. Ich gucke nochmal jetzt hier mit den großen. Definitiv irgendwas. Aber ich schalte zu, wenn es spannender ist. Jetzt dauert es wahrscheinlich wieder ein bisschen mit dem Buddeln. Und was macht er hier? Na, er hat nur eine kleine Panikattacke gehabt. So, weiter geht's. So, jetzt schlägt er an hier. Hä, hat er doch eben noch? Da. Also muss das ja da irgendwo sein, oder? Genau so eine wilde Buddelei wie beim letzten Mal, aber jetzt verarsche ich mich nicht. Jetzt hängt ja diese Kette nicht mehr dran. Da haben wir es. Guck mal hier. Da ist es. Verrostet. Müssen wir ein bisschen ausbuddeln. Zeige ich euch gleich, wenn wir es ausgebuddelt haben. Ist ja vielleicht ein bisschen schlauer, ne? Ich habe wieder die Superschippe mit hier. Eine hatte ich ja noch. Aber damit kann man hier leider nicht viel werden. Eindeutig ist es ein bisschen größer. Und deswegen buddel ich das jetzt in Ruhe aus. Und dann zeige ich euch das. Besser ist, oder? Ich zeige euch das, weil ich es interessant fand hier jetzt. Guckt euch das mal an hier. Ist definitiv Müll, aber hätte auch was anderes sein können. Ich fand die Geschichte jetzt interessant und vor allen Dingen, dass der Pinpointer er so lange gebraucht hat, bis er das registriert hat. Ich packe das mal an der Seite und schmeiße das gleich in eine Mülltonne. Jetzt mache ich natürlich vorschriftsmäßig das Loch hier wieder zu, so dass hier keiner stolpert und sich die Knochen verknackst. Und weiter geht das. So, jetzt zeige ich euch die ganze Fläche hier. Guckt euch das an, das ist ein ganz schön großes Stück. Werde ich auch ein kleines bisschen zügiger laufen. Ich hoffe, dass das Metalldetektor auf die Reihe kriegt. Glaube ich aber schon, hat er bis jetzt ja auch.
Hat ja letztes Mal sogar eine Büroklammer gefunden, obwohl ich ein kleines bisschen flotter war wie sonst. So, auf jeden Fall werde ich hier jetzt Gas geben. Na, hat schon wieder geschiebt. Na, da war nichts. Auf jeden Fall werde ich jetzt Gas geben hier und dann werde ich euch diesmal wieder nur die, ja, tollen Sachen zeigen. So, da ist wieder was. Hat ein ziemlich schwaches Signal. Aber da ist auf jeden Fall was. Also gucken den Burschen hier wieder an. Piep. Weiter geht's. Da ist schon mal nix. Da ist auch nix. Auch nix. Auch nix. Da sehen wir es schon. Habt ihr schon gesehen? Da. Was das wohl ist? Hä? Ein alter Kugelschreiber. Aber warum hat der gepiept? Wegen der Metallspitze vorne? Mal gucken. Jo. Das war ein alter Kugelschreiber. Und der hat gepiept wegen der Metallspitze. Der kommt in die Tasche. Gucken, ob der noch funktioniert zu Hause. Weiter geilert. Ja, ich sondel immer ganz gerne an Bänken. Da findet man eigentlich immer was. Hier haben wir jetzt auch zum Beispiel wieder was. Ah, das ist scheiße. Jetzt habe ich gerade wieder meine Stahlkappenschuhe an. Ja, ich bin ganz fürchterlich intelligent. Aber auf jeden Fall bin ich hier immer gerne an Bänken angange. Da muss das sein schon. Und da ist auch schon was. Und was haben wir? Einen Kronkorken. Aber daran sieht man mal wieder, dass mein Equipment einwandfrei funktioniert. Jetzt wollen wir hier weiter lang gehen. Da ist was. Oder zeigt ihr das nur an, weil da irgendwo... Da ist auch was. Kann ich, glaube ich, schon so sehen, oder? Was haben wir hier wieder? Wieder ein Kronkorken. Ich will euch nur mal zeigen, wie viel Zeit ich hier verschwende, nur mit Kronkorken sammeln. Also das ist echt elendig. Aber da war ja auch noch irgendwo was. Da. Ah, das sieht aber schon interessanter aus. Was haben wir da denn? Ah. Einen alten Schlüsselanhänger. Jetzt sehen wir auch, warum er verloren wurde. Ist auch schon richtig in Mitleidenschaft gezogen. Guck mal hier, abgegrabbelt und der steht auf. Funktioniert nicht mehr. Geht nicht mehr auf. Geht nicht mehr. Doch, zu geht er wieder. Aber geht nicht mehr richtig auf und bleibt dann stehen. Ja, da hat irgendeiner seinen Schlüsselanhänger verloren. So, in die Tasche. Und weiter geht das. So, hier an Grillplätzen. Hier liegt Kohle. Hat also mal einer gegrillt. Da kann man auch immer gut gucken. Da findet man auch immer... Da findet man auch immer was. Das liegt schon oben drauf hier. Was ist das denn? Ah, das ist einfach nur so ein Eisen. Eisenhaken. Kommt aber in eine Mülltonne. Und zwar haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Mülltonnen. Ganz ehrlich jetzt. Das ist der Wahnsinn, oder? Das habe ich jetzt nur noch mal in Nordenham am Strand gesehen. Ansonsten bis jetzt eigentlich eher weniger. Ja, rein das Teil. Weiter geht das, wie gesagt, am Grillplatz. Das wird wahrscheinlich so eine Stange gewesen sein von so einem Einmalgrill oder sowas, schätze ich mal. An Grillplätzen findet man immer irgendwelchen Schnickschnackkram. Aber leider auch viele Kronkorken, viel Müll. Und viel anderen Schnickschnack-Zeugs, Kroms. Da haben wir wieder was. Da haben wir wieder was. So, Teil ein bisschen weiter weglegen. Den Pinpointer wieder in Action bringen. Ja, ich bin auch ein Depp, ne? Alter Schwede, ja, das ist das Alter, das tut mir leid. Der liegt noch da. Der liegt noch da, neben den Kronkorken. Die wollte ich nämlich auch noch entsorgen. Ja, jetzt sieht er ganz verrückt, weil die Kronkorken da sind. Und ab in den Müll. So, zu der nächsten Geschichte hin.
Ja, das liebe Alter. So, jetzt haben wir hier schon rumgepettet, alles durchgecheckt. Wo war denn das jetzt nochmal genau? Ich glaube hier, ne? Ja, egal, ich guck nochmal. Bisschen weg das Teil hier. Und wir gucken nochmal. Also da ungefähr. Okay. Dann wollen wir mal loslegen. Hat das schon gepiept eben? Da ist was. Was haben wir denn da Schönes? Hier wird es immer schneller. Da hat er das volle Programm. Ziemlich tief. Ach, da haben wir es. Guck mal hier. Geil. 2 € für die Tesch. Und ab in die Tesch. Ja, jetzt laufe ich hier so ein bisschen die Wasserlinie ab. Liegt auch immer mal was drinne oder dran. Das Ding ist auch wasserdicht hier unten rum. Aber jetzt bin ich erstmal hier oben und habe hier ein Signal gehabt eben. Also eindeutig. Das muss hier so ungefähr sein, hier so. Wenn wir jetzt nochmal den Pinpointer. Und da haben wir es auch schon. Hier nicht. Da auch nicht. Also muss das da irgendwo sein. Und da ist es auch schon. Das scheint mir ein altes Rostteil zu sein. Nee, ist kein altes verrostetes Teil. Das ist Cash. Für die Tash. Aber der ist schon ein bisschen älter, der Bursche hier. Was haben wir denn da? Aber es ist tatsächlich 1 Cent. Aber guckt euch hier mal an, wie vergammelt der ist. Aber es ist 1 Cent. Ja gut, der liegt direkt am Wasser hier. Da kommt er wohl nicht so gut ab. Ja. Ich werde jetzt hier weiter rauflaufen. Und dann werde ich mal am Wasser gucken, ob ich da irgendwie was finde. Mal vorne direkt so an der Wasserkant, an der Waterkant lang eiern. Mal gucken, ob ich da was raushol. Und was habe ich euch gesagt? Da ist irgendwas. Ja, ich hätte mir Gummistiefel mitnehmen sollen, dann hätte ich ein bisschen weiter reingekonnt. Mache ich nächstes Mal. Also irgendwie ist da was. So, ein bisschen weiter weglegen das Teil. Ich hoffe, dass der Pinpointer wasserdicht ist. Da haben wir es. Da wird es lauter. Ja, Wasser ist natürlich ein bisschen blöde, ne? Da kann man das nicht so schön wegschrubbeln alles hier. Aber es ist eindeutig was. Ich kann nur hoffen, dass das Ding wasserdicht ist jetzt hier. Ja, Wasser ist ätzend. Kann man es ja gar nicht mehr richtig sehen. Ich glaube, ich habe es gesehen. Ne, das war es nicht. Hm, komisch. Warum macht er denn da so einen Alarm? Oder ist er dadurch irritiert durch das Wasser? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Also nochmal. Nochmal ran, ne? Da ist es. Jetzt hat er nochmal gepiept eben gerade. Wegen dem Scheiß da. Das kommt gleich in Müll. Das ist so ein Flaschen, das ist so ein Dosenöffner. Aber hier ist was für die Tash. Das ist ein Pfennig, oder? Das könnte auch wieder ein Cent sein, ne? Ist ein Cent, guckt hier da. Ist ein Cent für die Tash. Da vorne liegt noch Müll, den räume ich jetzt gleich weg. So, weiter geidert. So, ich habe jetzt hier schon die ganze Strecke abgerannt. Und bin auch schon so 3-4 Mal den Strand rauf und runter gelaufen. Jetzt bin ich hier immer noch unten am Wasser beschäftigt. Jetzt mache ich erstmal die, jetzt schwinge ich erstmal hier die Fläche ab, also am Rand und dann den Rest nochmal zum Wasser hin. Da haben wir auch ein Plastikteil, das wird auch gleich entsorgt. Ja,
Bis jetzt nichts gefunden. Bin schon wieder richtig lange hier jetzt dabei. Außer Kronkorken und irgendwelchen Schnickschnackkram nichts am Start. Das ist ein bisschen frustrierend, ne? Weil das so weitläufig ist und man hat echt viel, viel zu tun hier. Und dann piept das nicht. Wenn es denn piept und auch Müll ist, scheiß was drauf, aber dann hat man wenigstens wieder diesen Jagdinstinkt, denn denkt man sich wieder, oh, jetzt geht's los. Aber leider nicht. Ja, so. Ich mache jetzt wieder auf Stopp und filme dann, wenn es wieder spannend wird. Aber ich wollte mal eben kurz ein bisschen quatschen. Ja, ganz am Ende am Strand habe ich wieder was gehabt. Da war ich wieder, bin ich wieder fündig jetzt hier. Hat es wieder gepiept. Da will ich jetzt mal nachgucken. Seht ihr die Spuren, die da drin sind? Diese großen Spuren? Das sind Fischreiherspuren. Also sind hier auch definitiv Fische drin. Ja, ist zu vermuten, oder? Aber die fressen ja auch allen möglichen anderen Scheiß. Mäuse und... Ja, ich glaube Frösche und so fressen die, glaube ich, auch, ne? Also irgendwo hier war das. Also so ziemlich hier... Ziemlich hier an der Stelle ist das. Quasi direkt über diesen Fußabdruck von diesem Fischreiher. Über diesen komischen... Jetzt wollen wir mal wieder unseren Pinpointer hier reinstecken. Da hat er was gehabt, ne? Jetzt wieder weg. Jetzt war schnell. Ja, Wasser ist... Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ne? Wie man im Wasser arbeitet. Weil das immer wieder sofort zu, alles zugeht. Ziemlich tief, ne? Merkt ihr das? Aber es muss so ziemlich da sein. Ich hoffe mal, dass der Pinpointer wirklich wasserdicht ist. Ach, guck mal hier. Zack. 1 Euro. Einen ganz komischen, der hat ziemlich ein komisches Zeichen hinten drauf. Woher kommt der? Aus 1999. Liberty. Kann man nicht lesen. Auf jeden Fall 1 Euro für die Tash. Das war doch schon wieder richtig gut. So, weiter geilert. Ich gehe jetzt hier hoch und schwinge da oben nochmal ab an den Bänken überall. Und dann werde ich hier die restliche Sandfläche in Angriff nehmen. Und ja, die Waterkant habe ich jetzt ja schon abgegrast. Tiefer gehe ich nicht rein, sonst habe ich gleich einen nassen. Und wir haben heute 2 Grad, da hat man keinen Bock mit nassen Füßen rumzurennen. Da hinten sind auch ein paar interessante Plätze. Da vorne steht eine Bank und da hinten, vielleicht werde ich gleich noch Magnetfischen gehen. Ich habe natürlich auch meine Magneten mit. 2. Einmal den Hardcore und dann habe ich mir meinen selbstgebastelten wieder mitgenommen. Der reißt eben doch noch ein kleines bisschen mehr. Wie gesagt, ich muss mir noch eine Nummer stärker kaufen. Ich glaube, dann habe ich das Optimum. So, war da geil das. So, ich habe jetzt so ziemlich alles abgegrast hier. Jetzt werde ich... den Rand hier noch abfischen, abgrasen, absondeln, ne? So, hier ist überall Hasenkacke, also haben wir auch hier jede Menge kleine putzige Häschen rumlaufen irgendwo. Es mag angehen, dass ich jetzt schon wieder ein bisschen schneller bin aber jetzt auch schon wieder 2,5-3 Stündchen hier, locker, vielleicht auch länger, muss ich gleich mal auf den Wecker gucken, aber so 2,5-3 Stunden gefühlt bestimmt. Deswegen bin ich jetzt schon wieder so ein bisschen flotter angange, das ist jetzt der Rückweg hier. So langsam verlässt mich der Ehrgeiz. Wie ihr schon ein paar Mal gesehen habt, ich habe heute natürlich auch intelligenterweise meine Handschuhe vergessen. Meine Hände werden schon ganz rot. Zwischendurch mal Päuschen und in eine Tasche, dann werden sie wieder warm. Aber bei 2 Grad und dann im Wasser rumwühlen, das ist auch nicht so lustig. Und deswegen werde ich jetzt gleich aufhören. Deswegen ist das Video auch heute nicht ganz so lange. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Minuten ich drauf habe, aber 10 Minuten mehr werden es wohl nicht sein. Trotzdem wünsche ich euch natürlich schöne Feiertage, falls ich das mal irgendwann vergessen sollte, in irgendeinem Video zu sagen. Das kommt ja jetzt demnächst. Nikolaus war ja schon da. Bald haben wir Weihnachten. Ich versuche auch über die Feiertage oder eben über die Urlaubstage
oder Ferientage. Viele Zuschauer, viele YouTuber sind ja noch Schüler, ne? Viele Follower. Und dann wünsche ich natürlich auch schöne Ferien. Ich bemühe mich in der Zeit, ein vernünftiges Video zu machen. Und vernünftige Videos zu machen, mehrere. So dass wir vielleicht jeden zweiten, dritten Tag irgendwie was zum Glotzen haben. Ich hoffe ja mal, dass das so funktioniert. Ja, ich hoffe, dass ich das hinkriege, dass ich so viele Videos drehen kann, dass das Wetter hält. Heute sollte es eigentlich schneien. Da liegt Müll. Das nehmen wir jetzt gleich mit. Das müssen wir eben kurz markieren. Das sammle ich jetzt gleich auf. Ja, eine Hand das die Kamera, andere Hand das Teil. Ja, kriege ich schon irgendwie hin. So, kurze Unterbrechung, musste den Müll wegbringen. Ja, und da haben wir schon wieder was. Ja, wieder kurze Unterbrechung. Ja, wie gesagt, ich versuche so viele Videos wie möglich zu machen, sodass wir eben eine geile Freizeitbeschäftigung haben, ein bisschen Videos glotzen. Und ja, da haben wir doch vielleicht schon wieder was. Also da irgendwo. Den Pinpointer wieder nehmen hier. Den habe ich schon zum Pennen in der Tasche gesteckt. Da haben wir was. Ein bisschen tiefer drinne. Hier ist das, guck mal hier. Was ist das denn? Also das liegt hier definitiv noch viel, viel länger. Ach, guck mal hier, das liegt ja schon, muss schon ewig hier liegen. Eine Kette. Die spüle ich jetzt gleich mal ab. Mal gucken, ob hier noch mehr liegt. Das hat ja irgendwie so komisch gefiept. Mal gucken hier. Ja, sowas Altes. Ne, jetzt weg. Ja, das war tatsächlich das Teil. So, ausstellen, hingehen, waschen. Ja, sowas Altes habe ich bis jetzt noch gar nicht gefunden gehabt. Weil meistens sind das ja hier so frisch aufgehäufte Sachen. Und es gibt ja auch noch andere Sondler, die hier, oder ja, Sondler, ja, nennt man das so, die hier lang flitzen. Also hat man natürlich dann immer meist entweder frisch umgegrabenes Material da. Oder man hat abgegrastes Material da. Also wenn es rostet, dann ist es auf jeden Fall schon mal keine echte Kette. Aber es ist eine Kette, die ist sogar verschlossen. Merkwürdig, oder? Schön verrostet das Ding. Ja. Da ist aber auch nichts drauf. Keine Nummern drauf. War aber klar, ne? Wenn es rostet, dann... Aber... Eben schnell noch mal eine Kette gefunden. Auf dem Rückweg. So geil hat's. Ja. Erst rein, oder? Ja, dann werde ich jetzt doch noch ein kleines bisschen laufen. Jetzt bin ich wieder angefixt. Jetzt, ja, wollen wir mal gucken. Ja, da war nichts mehr. Ich bin immer noch auf dem Rückweg zum Auto. Flitze hier ein bisschen schneller jetzt. Bin hier so ein bisschen flotter unterwegs. Ich weiß, ist zu schnell. Aber ich habe definitiv keine Lust mehr. Hände sind mir abgefroren. Ja, wenn man Handschuhe vergisst, ne? Ich bin ein bisschen vergesslich. Das. Oh Mann, das kann doch nicht angehen, ne? Irgendwie freue ich mich und irgendwie nervt es. Zack, Pinpointer wiederholen. Und da geht das nochmal hier. Seid jetzt an, ja. Da ist das. Da ist das. Da, ah. Da haben wir es wieder. Wieder so einen alten Kronkorken. Naja. So, jetzt hören wir auch auf. Ich schmeiß jetzt den ganzen Kram weg. Bin jetzt hier am Ende. Guckt euch meine anderen Videos an. Klicks und Abos immer gern gesehen.
Adios, ciao, ciao, goodbye. Fischvideos gibt es natürlich demnächst, ne? Logisch wieder. Ich bin wieder am Start. Magnetfischen geht weiter, hundertprozentig. Aber ja, wie gesagt, so langsam wird es echt kalt, ne?